Früher, da sind die Kinder zum großen Teil daheim behalten worden. Sind praktisch weggesperrt worden. Und wenn sie raus konnten und in ihrer Umgebung da dann unterwegs waren, dann sind die natürlich alle gehänselt worden. Wichtig ist für uns immer, dass die Menschen mit Behinderung dabei sind, wo andere auch sind. Und dass sie arbeiten können, dass sie lernen können und dass sie vor allen Dingen auch bei den Möglichkeiten dabei sind, im Freizeitbereich zum Beispiel, wo andere auch sind. Sie sind alle extrem geduldig hier, sehr freundliche Menschen. Und ich denke mir immer, wer hier arbeitet, das sind irgendwie schon besondere Menschen einfach. Mareike Gottschalk arbeitet inzwischen seit 5 Jahren in der Werkstatt für Metallverarbeitung der Lebenshilfe Bamberg. Sie hat schon viele verschiedene Aufgaben übernommen und darauf ist sie auch stolz. An Nadeln vermessen und abwiegen. Da kriegt man dann nämlich Aufträge von Bosch allein. Und ja. Und Rundlaufen muss ich auch manchmal machen. Ist halt vielseitig einsetzbar, bin ich halt. Die Moosstraße 114 ist der älteste Standort der Bamberger Lebenshilfewerkstätten. Seit 1973 werden hier Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in den Bereichen Metallverarbeitung, Garten- und Landschaftspflege sowie Industriemontage ausgebildet und beschäftigt. Dabei besteht auch hier ein hoher Anspruch an Qualität und Liefertreue. Es ist so, dass wir halt immer wieder gefordert sind durch die Bandbreite der Menschen, die hier da sind. Immer wieder adäquate Arbeiten anzubieten. Wir haben Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung im Haus und bis zu den Leuten, die hier an der CNC-Maschine arbeiten oder im Gartenlandschaftsbau. Und daher müssen wir immer versuchen, eine große Vielfalt an Arbeit für diese Menschen anzubieten. Günter Kolb ist Elternratsvorsitzender der Lebenshilfewerkstätten. Seit 30 Jahren geht auch sein Sohn zur Arbeit hierher. Nach 2 Jahren Umbauphase ist die Werkstatt hell und freundlich, so wie die Atmosphäre hier. Individuell für jeden Behinderten kann man sagen, man gibt sich Mühe, dass jeder das bekommt, die Arbeit bekommt, die ihnen eigentlich Spaß macht. Und Spaß ist ja das Wichtigste. Und gerade die Behinderten, sie sind dann von der Straße weg, sie leisten was, sie tun was. Und ich finde es ganz unheimlich toll. Auf den Besuch vom Kamerateam haben sich viele gefreut. Auch Jens Machold. Unbedingt will er uns seine Prüfarbeit in der Montagegruppe zeigen und erzählt uns, dass er dabei ganz genau arbeitet. Wenn ein Rohr fehlerhaft ist, sortiert er es einfach aus. Aber manchmal gibt es vielleicht das, Wenn das durchgeht, müssen wir uns Zeit legen. Die Arbeitsbereiche der Bamberger Lebenshilfe sind vielfältig. Eigene LED-Leuchten, Kaffeerösterei, Schreinerei. Etwas ganz Besonderes ist die Herstellung der Fehharfe. Hochkonzentriert ist Uwe Puchtler am Arbeiten und will uns deshalb lieber kein Interview im Moment geben. Die Fehharfe ist ein Musikinstrument, ein Saiteninstrument, wie man sie auch sieht, das eigentlich für jeden geeignet ist, egal ob er musikalische Vorkenntnisse hat oder nicht. Der Clou an dem Ganzen ist, der Herr Fee hat es so entwickelt, dass man einfach ein Konzeptblatt unterschiebt, sich an den Linien und Punkten orientiert und dann die gewünschte Melodie spielen kann. Arbeiten im Freien. In der Garten- und Landschaftspflegegruppe geht es durch die ganze Stadt und auch in den Landkreis. Schätz! Schäßlitz, na schon. Schäßlitz, Gemeinde Schäßlitz, Rathaus, Friedhof, Altenheim. Jede Menge zu tun. Ja, no. Die Lebenshilfe Bamberg begleitet zudem 113 Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im Zuge der Werkstatt Integra Mensch. Die Metzgerei Alt in der Bamberger Wunderburg ist ein gutes Beispiel für gelungene Eingliederung. Er hat sich hier sehr gut integriert, ja. Macht das Spaß mit ihm zum Arbeiten, ist eine Bereicherung für den ganzen Betrieb, weil sich viele Menschen plötzlich mit Menschen mit Behinderung auseinandersetzen müssen. Inzwischen ist Alexander Lang seit über 4 Jahren hier beschäftigt und geht in seiner Arbeit voll auf. Ich sage schon, das Matthias Alt ist schon ein netter Mann und macht seine Arbeit schon ruhig und ordentlich, dann schmeckt die Wurst einfach. Die
Die Bamberger Lebenshilfe bietet auch Kindern mit Beeinträchtigung den passenden Raum, sich zu entwickeln. Ein Faktor, den viele Eltern sehr zu schätzen wissen. Schon im Kindergarten Mooszwerge wird jedes Kind individuell gefördert. Man merkt, dass hier speziell auf das Kind eingegangen wird oder sie eben auch zum Beispiel ihre Therapien, die nötig sind, wie Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, das hat sie alles hier im Kindergartenalltag. Man hat also sozusagen als Mutter dann nicht am Nachmittag noch die Probleme, ich muss jetzt dahin und dorthin, sondern sie kommt im Prinzip heim und hat ihre Therapien gehabt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. In der 9. Klasse der Berthold-Scharfenberg-Schule, benannt nach dem ersten Vorsitzenden der Bamberger Lebenshilfe, stehen heute Bamberger Sehenswürdigkeiten auf dem Programm. Am besten ist über Bamberg zu reden und dass die Frau Otto eine nette Lehrerin ist, dass sie halt mit uns viel macht, dass wir auch ab und zu in die Stadtbücherei gehen. Mathe und Deutsch. Nachmittags bei den Hadorn. Gehen wir raus und spielen dann Fußball. Und es macht richtig Spaß. 230 Kinder und Jugendliche lernen hier individuell nach ihren Fähigkeiten. Immer wieder auch eine Herausforderung für die Lehrer. Weil wir ja auch viele schwierige Themen versuchen mit in die Schule zu bringen, die wir einfach reduzieren müssen. Also wir lesen zum Beispiel die Zeitung. Und wir müssen das so besprechen, dass einfach jeder Schüler was davon hat. Und deshalb muss ich mir zu Hause schon überlegen, wie ich es auch den schwächeren Schülern einfach gut erklären kann. Vor 15 Jahren zieht Barbara Held bei ihren Eltern aus. Sie will selbstständig werden, zieht in eines der 4 Wohnheime der Bamberger Lebenshilfe. Die Einzelzimmer in der Wassermannstraße haben eine Grundausstattung. Jeder Bewohner macht es sich ganz individuell gemütlich. Den Computerschreibtisch habe ich selber gemacht. Das Ding, den Sessel und den Ding habe ich. Meine Eltern haben mir das mitgebracht. Und den Teppich und die Vorhänge auch. Meine Mutter für 2 Jahre. Wie sind die Nachbarn? Ganz nett. Die Betreuer sind nett. 32 Menschen mit Behinderung leben in diesem Wohnheim. Sie alle dürfen und sollen sich nach ihren Möglichkeiten beteiligen. Kochen, einkaufen, das eigene Zimmer putzen. Alle Bewohner, die herin sind, werden nach den Ressourcen, die fehlen, dementsprechend fördern wir die auch. Deswegen sind sie auch nicht da im Hotel, sondern die müssen durch Förderungen gezielt auch dahin geführt werden, dass sie auch einmal selbstständig wohnen können. Um die Freizeit im Umfeld der Bamberger Lebenshilfe kümmert sich die OBA, die offene Behindertenarbeit. Aufs Volksfest gehen, basteln, Gesellschaftsspiele. Vor 2 Jahren hat Max sein Praktikum bei der OBA absolviert. Seitdem unterstützt er sie, soweit es sein Terminplan zulässt, 1 bis 2 Mal in der Woche. So wie viele andere auch, ehrenamtlich. Und das mit sehr viel Spaß. Vorher, wo ich reinkam, ich war jetzt schon lange nicht mehr da, bestimmt 4, 5 Wochen. Und es kamen einfach alle irgendwie auf einen zugerannt und haben sich total gefreut, dass man kommt. Und das ist halt einfach schön, wenn man reinkommt und sich jeder freut, dass man irgendwie da ist. Das ist ganz cool. Die Lebenshilfe Bamberg legt besonderen Wert auf den Bereich der Prävention. Förderung von Anfang an, sodass sich jeder bestmöglich entwickeln kann. Das Angebot ist interdisziplinär, umfasst also pädagogische, psychologische, soziale und medizinisch-therapeutische Leistungen und unterstützt Kinder, deren Eltern und Kindertagesstätten ganzheitlich. Prävention ist dabei der Grundgedanke dieser Abteilung der Lebenshilfe Bamberg für die Kleinsten, sprich Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt. Die Lebenshilfe Bamberg wird 1964 von Eltern, Angehörigen und Freunden geistig und mehrfach behinderter Menschen als gemeinnütziger Verein gegründet. Seitdem bietet sie mit ihren ständig wachsenden Einrichtungen Lebens-, Arbeits- und Verwirklichungsraum für Menschen mit Behinderung. Wir haben seit über 20 Jahren bereits die Möglichkeit, von uns aus gesucht, in integrativen Klassen zu arbeiten, heute mit Inklusionsschulen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch mit den gemeindenahen Arbeitsplätzen bei Integra haben wir ein Feld beschritten, das früher überhaupt nicht denkbar war. Der Start vor 50 Jahren ist alles andere als leicht. Doch der Wille der Initiatoren ist eisern. Von der Seite der Eltern her gesehen ist es
ein wahnsinniger Glücksfall, dass es die Lebenshilfe damals, dass sie begonnen hat und dass es sie überhaupt gibt. Dazu gehört natürlich, dass die leidenden Leute, dass die ein wahnsinniges Interesse daran gehabt haben und voll mit ganzer Kraft dabei waren. Seit 1964 hat die Bamberger Lebenshilfe eine enorme Entwicklung durchlebt, viele Hindernisse überwunden. Heute bietet sie über 1000 Menschen mit Behinderung Möglichkeiten, von denen die Gründer nicht mal zu träumen gewagt haben. Mir fällt da zum Beispiel ein, unsere Theatergruppe, die, für die es heute selbstverständlich ist, schon fast, wenn sie im Bamberger Theater mit den Profis Theater machen können. Und solche Dinge oder Special Olympics, dass unsere Sportler sehr stolz sind, wenn sie bei den Special Olympics Medaillen erringen. Die Bamberger Lebenshilfe ist auch ein wichtiger Arbeitgeber im sozialen Bereich. 300 Mitarbeiter kümmern sich um die Belange der Lebenshilfemitglieder und das durchaus erfolgreich. In den letzten 5 Jahren hat die Lebenshilfe Bamberg 15 Millionen Euro investiert. Diese Pläne zeigen ein neues Wohnheim. Wir sind momentan gefordert, für Menschen mit Behinderung, die ein gewisses Alter erreicht haben. Also wir haben Wohnheime, das ist das Durchschnittsalter der Menschen mit 54 Jahren. Einmal dafür sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung in ganz normalen Umfeld, in Gemeinschaftswohnungen oder in Einzelwohnungen in Stadt und Landkreis Bamberg wohnen können. Und wir das begleiten, dieses Wohnen. Das ist ganz wichtig. Also nicht unbedingt ins Wohnheim müssen. Und zum Zweiten aber auch die Wohnheime vorzuhalten. Und deswegen auch diese Pläne für ein neues Wohnheim in Frenzdorf, das wir im ehemaligen Entbindungsheim bauen werden. Es werden 24 Plätze sein. Mittendrin ist das Leitbild der Lebenshilfe Bamberg seit nunmehr 50 Jahren. Ein Jubiläum, das zu Recht groß gefeiert wird. Viele Wegbegleiter, Freunde, Förderer, Vereine kommen zum Festakt ins Bamberger E.T.A. Hoffmann Theater, sind dankbar für die vielen Angebote der Bamberger Lebenshilfe. Doch auch wenn die Mitglieder der Lebenshilfe inzwischen an vielen Stellen mittendrin sind, so bleiben ihnen trotzdem immer noch Orte schwer oder gar nicht erreichbar. Zugängliche Sehenswürdigkeiten, ein gänzlich barrierefreier Busbahnhof ohne riesige Pflastersteine und ein engerer Busfahrplan am Abend sind deshalb nur ein paar von vielen wichtigen Wünschen und Aufgaben für die Zukunft. Die Bamberger Lebenshilfe packt sie an.